Der nördliche Arm der Ostsee wird Botnischer Meerbusen genannt. Im Westen wird er von der hohen Küste in Schweden und im Osten von der Schärenwelt des Kvarken in Finnland gesäumt. Hier hebt sich die Küstenlinie langsam aus dem Meer. Dieser geologische Prozess wird als postglaziale Landhebung bezeichnet. Überall sind besondere geologische Formationen zu sehen, die das Inlandeis, das einst die Region bedeckte, hinterlassen hat. Die hohe Küste und die Schärenwelt des Kvarken sind zum Weltnaturerbe der UNESCO ernannt worden. Ein Welterbe ist ein Ort, ein Objekt oder ein Gebiet, das auf einzigartige Weise von der Geschichte der Erde und der Menschheit zeugt. Die Welterbestätten gehören allen Menschen gleichermaßen. Sie sind unersetzliche Quellen des Wohlbefindens, des Wissens und der Inspiration. Heute haben wir das Privileg, diese universalen kulturellen und natürlichen Umgebungen in der ganzen Welt erleben zu können. Und wir haben die Verantwortung, diese Stätten zu pflegen und für die künftigen Generationen zu erhalten. Die hohe Küste und die Schärenwelt des Kvarken sind der beste Ort in der Welt, um das Konzept der postglazialen Landhebung zu beobachten und zu verstehen. Die Erdkruste bewegt sich zurück in ihre ursprüngliche Position, nachdem sie während mehrerer Eiszeiten von schweren Gletschern nach unten gepresst wurde. Hohe Inseln, enge und tiefe Buchten, glatte Felsen und steile Strände sind charakteristisch für die hohe Küste. Die Schärenwelt des Kvarken ist das absolute Gegenteil, ein Mosaik aus flachen Inseln, steinigen Flachwasserstellen, Moränenrücken und seichten Buchten. In diesem Weltnaturerbe treffen Hoch und Flach aufeinander. Und es wird deutlich, wie die Eiszeiten, die Landhebung und die Kräfte des Meeres die Gegend mit ihrer Flora und Fauna auf eine Weise geprägt haben, die sie einzigartig in der Welt macht. Der Höhenunterschied in der Region trat lange vor den Eiszeiten und der postglazialen Landhebung auf. Der Felsengrund ist sehr alt. Die Wissenschaftler glauben, dass die hohen und flachen Küstenlinien durch eine Magmabewegung im Erdinneren entstanden sind. An der hohen Küste wurde die Erdkruste nach oben gepresst und zu steilen Bergen gefaltet. Während die Schärenwelt des Kvarken flach geblieben ist. Über Jahrtausende haben eine Reihe von Eiszeiten Spuren an der hohen und flachen Küste hinterlassen. Während der letzten Eiszeit, der Weichsel-Kaltzeit, war die Schicht des Inlandeises über dem Kvarken und der hohen Küste am dicksten. An einigen Stellen war sie bis zu 3 Kilometer dick. Die schwere Eisdecke presste die Erdkruste an manchen Stellen bis zu 1 Kilometer in die Tiefe. Als die Temperaturen vor etwa 18.000 Jahren zu steigen begannen und das Eis zu schmelzen begann, ließ dieser Druck nach und die Erdkruste begann sich in ihre ursprüngliche Position zurückzubewegen. Anfangs geschah dies sehr schnell. Die Erdkruste hob sich fast 10 Meter in 100 Jahren. Heute ist die Landhebung viel langsamer, ca. 80 Zentimeter in 100 Jahren. An mehreren Stellen kann man die Resultate der postglazialen Landhebung an der hohen Küste und in der Schärenwelt des Kvarken sehen. Die Inseln, die über dem Meeresspiegel lagen, als das Inlandeis schmolz, bilden jetzt die höchste Küstenlinie der Welt. An der Spitze des Skuleberget kann man sehen, wo der Strand vor 10.000 Jahren lag.
286 Meter über dem heutigen Meeresspiegel. Einige der Hügel entlang der hohen Küste besitzen eine Moränenkappe. Dadurch kann Wald an der Spitze wachsen, während die von den Wellen ausgewaschenen Seiten der Hügel kahl sind. Diese Hügel werden Kalottenberge genannt. Wenn man von der gegenwärtigen Küstenlinie hinaufsteigt, macht man eine Zeitreise und kommt an Spuren historischer Strände vorbei, die in unterschiedlichem Abstand und in unterschiedlicher Höhe im Terrain liegen. Als sich die Eisschicht zurückbildete, wurden Felsen und Felsbrocken, Kies, Sand und Lehm gelockert. Das Eis führte diese mit und lagerte sie anderswo ab. Spuren des Inlandeises kann man heute in Form von Gletscherschrammen, Klapperfeldern, Findlingen, Tunnelhöhlen und Gletschertöpfen sehen. Die Moräne ist eine Bodenart, die aus Steinen, Kies, Sand und Lehm besteht. Als sich das Land hob, wurde die Moräne von den Kräften des Wassers und des Eises bearbeitet, wodurch unterschiedliche Formationen entstanden sind. Die sichtbarsten Formationen in der Scherenwelt des Quarken sind die De Geer oder Waschbrettmoränen, die sowohl an Land als auch im Meer große Felder bilden. Die Landschaft hier verändert ständig ihr Aussehen. Aufgrund der postglazialen Landhebung erheben sich neue Inseln aus dem Meer. Andere dehnen sich aus und wachsen zusammen und Buchten werden stufenweise vom Meer abgetrennt und werden langsam zu Binnenseen und Feuchtgebieten. Diese Veränderungen sind in der flachen Landschaft leicht nachzuvollziehen. Während eines Menschenlebens kann sich ein Strand in trockenes Land verwandeln. Jedes Jahr entsteht ein Quadratkilometer neues Land in der Scherenwelt des Quarken. Das entspricht der Größe von 150 Fußballfeldern. Pflanzen, Tiere und Menschen müssen sich den Veränderungen anpassen, die die postglaziale Landhebung mit sich bringt. Heute ist das Wasser in der Ostsee Brackwasser. Dies führt zu einem Meeresökosystem mit sehr wenigen Arten, weil sich nicht viele Arten an ein Leben zwischen Süß- und Salzwasser gewöhnen konnten. An der hohen Küste leben Menschen schon seit dem Ende der Eiszeit. Sie sind der Küstenlinie gefolgt, als diese sich verschob, und haben sich mit Fischerei, Robbenjagd und Landwirtschaft versorgt. In der Scherenwelt des Quarken leben Menschen seit ca. 1000 Jahren. Bereits zuvor wurden die Scheren für die Fischerei und die Robbenjagd genutzt. Die Menschen haben sich gewundert, wie es möglich ist, dass immer neues Land entsteht. Sie dachten, dass das Wasser zurückgehe und suchten Antworten in der biblischen Geschichte von der Arche Noah und der Sintflut. Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten die Wissenschaftler das Konzept der postglazialen Landhebung. Heute leben fast 8000 Menschen in diesem Welterbegebiet. Besucher aus der ganzen Welt können die schöne, karge und oftmals unberührte Landschaft der hohen Küste und der Scherenwelt des Quarken genießen. Die Landhebung ist stabil und die Spuren der Eiszeit halten an. Niemand weiß genau, wie viel sich das Land noch heben wird, bis die hohe Küste und die Scherenwelt des Quarken in ihre ursprüngliche Form zurückgekehrt sind. Es können noch 14, 50 oder sogar 250 Meter sein. Wenn die Landhebung mit der gegenwärtigen Geschwindigkeit von 8 mm pro Jahr fortsetzt, wird es in gut 2000 Jahren eine Landbrücke zwischen Finnland und Schweden geben.
Die Welterbestätten sind ein Teil der menschlichen Identität. Die einzigartige Geologie und die postglaziale Landhebung an der hohen Küste und in der Scherenwelt des Quarken sind ein wertvolles Erbe aus unserer Vergangenheit. Ein Erbe, mit dem wir leben und das wir an die künftigen Generationen weitergeben werden. Welterbestätten wie diese liegen im Interesse der ganzen Menschheit. Es liegt an uns, sie zu genießen und sie mit großer Sorgfalt und Respekt für die Wunder der Natur zu erhalten.